Die Saison geht in ihre heiße Phase und es sind nur noch wenige Spieltage zu spielen. Was wäre da besser geeignet zum Amateurspiel des Monats als ein echter Aufstiegskrimi? Und so sind wir im Kreis Schlüchtern zu Gast. In der Aufstiegsrunde der Kreisliga A empfängt die SG Bellingshohenzell die SG Rommerz. Das heißt Zweiter gegen Erster, beste Defensive gegen beste Offensive. Rommerz-Trainer Stefan Rödel sagte im Vorfeld, nachdem gegen Bellingshohenzell einmal verloren wurde und das Hinspiel unentschieden endete, dass jetzt sein Team dran wäre. Sein Trainerkollege von Bellingshohenzell, Marcel Zindel, ist ein Spielertrainer und steht so selbst mit auf dem Feld und wird sicher alles in die Waagschale werfen, um mit einem Sieg seiner Elf die Tabellenspitze zu erobern und das Meisterschaftsrennen wieder spannend zu machen. Die erste Chance des Spiels sollte dann der Tabellenführer aus Rommerz haben. Nils Engebrecht mit dem Kopf in den Lauf von Nick Brügel, der scheitert, aber am aus seinem Tor herausgehalten Jan-Malte Hommel. Und wir machen gleich weiter mit einem weiteren Angriff der Gästeelf. Wieder geht es über Nils Engebrecht. Der will David Januszewski bedienen. Maximilian Haidt hat aber aufgepasst und in letzter Sekunde gerettet. Die Ecke im Anschluss bringt dann nichts ein. Dafür machen wir mit einem Eckstoß auf der anderen Seite weiter. Das ist eine Sache für René Landes, den Kapitän der SG Bellingshohenzell. Und der zieht den Ball gefährlich auf das Tor. Marvin Merz hat aber aufgepasst und ist mit einer Faustabwehr auf Nummer sicher gegangen. Die Spielgemeinschaft Bellingshohenzell macht nun aber mehr für das Spielgeschehen. Nach der Flanke verlängert Zellmann auf Schmidt. Der Ball geht aber knapp am Tor vorbei. Die Gastgeber sind nun aber am Drücker. Diesmal geht es über Spielertrainer Marcel Zintel. Der bekommt den Ball herein. Nico Siemann scheitert an Merz, doch so kann Jan Zellmann abstauben und bringt sein Team im Topspiel in Führung. Jan Zellmann steht nun bei 5 Saisontreffern. Der Angreifer spielt seit Januar 2020 für die SG Bellingshohenzell. Der Wechsel ist unter anderem dadurch zustande gekommen, dass sein Großvater aus Hohenzell kommt. Mittlerweile ist dann auch schon mehr als eine halbe Stunde gespielt. Es geht erneut über den Torschützen von eben. Der schnell überlupft den Torhüter, doch Felix Häuser, der Rommerzer Spielführer, kann die Situation bereinigen. Nach dem Rückstand sind die Gäste natürlich gefordert, der Einwurf kommt lang in den 16er. Dort kommt Jascha Etzel zum Schuss. Der Versuch des Topscorers der SG Rommerz verfehlt das Tor aber um ein gutes Stück. Den Freistoß in der eigenen Hälfte führt Bellingshohenzell kurz aus. Johannes Muth dann mit dem Ball nach vorne. Rommerz mit Problemen und so ist es letztlich Peter Schmidt mit diesem schönen Abschluss. Marvin Merz hat die Kugel aber sicher. Als dann in der 45. Minute Jan-Malte Hommel den Freistoß von Maximilian Leitschuh herunterpflückt, ist klar, es bleibt bei der knappen Pausenführung für die Spielgemeinschaft Bellingshohenzell. Der Tabellenführer aus Rommerz ist dann in der zweiten Halbzeit zwar gefordert, den besseren Start in die Hälfte erwischen aber die Gastgeber. Jan Zellmann mit einer schönen Bewegung, hat dann aber mit seinem Abstoß keinen Erfolg. Die Zuschauer bekommen ein gutes Kreisliga-A-Spiel zu sehen. Es ist Tempo im Spiel. Beide Mannschaften wollen Fußball spielen. Marcel Zintel auf Max Schmidt, der zögert nicht, sondern macht es Volley. Und das Ding passt sogar. Ein Wahnsinnstor. Das gibt es doch gar nicht. Super gemacht. Da ist die Kamera vor Ort und dann fallen direkt solche Treffer. Den Ball hat Max Schmidt perfekt getroffen. Die SG Bellingshohenzell steht defensiv sicher und lässt wenig zu. Jan-Malte Hommel dann mit dem weiten Abschlag in den Lauf von Jan Zellmann. Der hat seine Chance, setzt den Ball allerdings knapp neben den Pfosten. Aber die SG Rommert steckt als Tabellenführer natürlich nicht auf und will nun selbst Akzente setzen. Der Ball kommt zu Nils Engebrecht. Der steht zwar mit dem Rücken zum Tor, will sich aber durchtanken und dann ertönt auch schon der Pfiff. Es gibt einen Elfmeter. Die Spieler aus Bellingshohenzell wollen es nicht wahrhaben, aber die Entscheidung steht. Kapitän René Landes soll gefault haben. Der gefaulte Nils Engebrecht tritt dann selbst zum Strafstoß an. Scheitert aber am Torhüter. Doch Felix Heil schnappt sich den Abpraller und trifft zum Anschlusstreffer. Und die SG Rommers hat es nun eilig. Aber es ist noch genug Zeit auf der Uhr. Felix Heil ist schon nach einer knappen halben Stunde ins Spiel gekommen. Erst reagierte der Torhüter stark, beim Nachschuss war Hommel, dann aber chancenlos. Die Gastgeber zeigen sich aber wenig beeindruckt vom Gegentreffer und suchen selbst wieder den Weg nach vorne. Nico Simon auf Marcel Zintel und der wird zu Fall gebracht. Ein Foul ist es auf alle Fälle. Die Frage ist nur, war das schon im Strafraum oder kurz davor?
Der Schiedsrichter entscheidet, es war vor dem 16er, es gibt nur Freistoß. Und den Freistoß zeigen wir natürlich auch. Max Schmidt macht das und macht das gut. Pfosten! Fast das 3:1 für die Spielgemeinschaft Bennings-Hohenzell. Nach seinem herrlichen Tor vor wenigen Minuten hätte hier um ein Haar Max Schmidt ein zweites Mal sehenswert getroffen. Im Anschluss passiert gute 20 Minuten in den Strafräumen wenig. So gehen wir direkt in die Schlussphase. Romatz wirft nochmal alles nach vorne. Auch Felix Häuser ist mit aufgerückt, sein Versuch wird aber zur Ecke geblockt, die dann aber nichts einbringt. So bleibt es letztlich beim Heimsieg der SG Bellings-Hohenzell, die damit die Tabellenspitze von Romatz übernimmt. Insgesamt war es ein packendes, spannendes, abwechslungsreiches Spiel, in dem wir nur noch die Stimmen der Protagonisten haben. Ja, gutes Fazit ist, dass ja, nach dem Spiel habe ich so ein bisschen mit mir selbst gerungen, überlegt, hat Bellings jetzt verdient gewonnen oder nicht. Letztendlich denke ich schon, die waren über 70% des Spiels, waren sie besser, haben den Ball länger gehalten. Wir hätten nach 4-5 Minuten gleiches 1-0 machen müssen, haben wir nicht getan, vielleicht wäre es dann anders ausgegangen. Aber unentschieden wäre vielleicht gerechter gewesen, aber die haben sich gut erarbeitet, die Jungs von Bellings. Meine in der zweiten Halbzeit sehr stark noch dagegen gehalten. Kam halt viel dazu in dem Spiel. Von daher von meiner Seite Glückwunsch an Bellings. War in alles in allem ein richtig geiles Spiel. Wir haben alle bis zum Schluss gekämpft und alles gegeben und haben es uns auch einfach verdient am Ende. Der Tormann stand einfach ein Stückchen draußen und ich hab gedacht, da probiere ich es einfach mal. Und ja gut, es passiert wahrscheinlich jetzt einmal im Jahr höchstens, aber hat genau gepasst. Ja, war auf Messerschneide, würde ich sagen. Machen wir die Chancen rein, kann es anders ausgehen. So verdient, denke ich, die Niederlage heute kassiert. Mehr ist, glaube ich, erstmal nicht zu sagen nach dem Spiel. Wie erwartet, war hart umkämpft. Also ging in beide Richtungen, viele Zweikämpfe, natürlich auch gelbe Karten, ging hart zur Sache. Aber wir haben es meistens gut spielerisch dann auch gelöst. Und so auch schöne Tore erzielt. Natürlich mit dem zweiten Ding, wunderschönes Ding. Gegner hatte dann noch einen Elfmeter, sind wir ein bisschen schlecht hingegangen. Weiß nicht, ob man den unbedingt geben muss, aber ich denke, man trotzdem verdient 2-1 gewonnen. Ja gut, wir sind jetzt hinten dran. Wir warten jetzt auf Schützenhilfe von Herolz. Es haben immer noch alle vier Mannschaften die Chance letztendlich da oben mitzuspielen, ob das Herolz ist, Bellings, Niederzell oder wir. Wir müssen unsere Hausaufgaben zu Hause machen am nächsten Sonntag gegen Niederzell. Und wenn wir es gewinnen, dann gucken wir dann auf Fußball oder schicken irgendjemanden hin, der dann schaut, ob Herolz uns Schützenhilfe geleistet hat oder nicht. Ja, dann schauen wir mal. Ja, schön, dass wir heute gewonnen haben. Wir haben es auch nach unserer Niederlage im vorletzten Spieltag immer noch gesagt, wir haben es an der eigenen Hand, weil wir noch Romatz jetzt haben. Jetzt haben wir das Ding gewonnen, jetzt haben wir immer noch in der eigenen Hand, Gott sei Dank. Ja, sind nicht auf gegnerische Hilfe angewiesen. Haben natürlich nächste Woche ein ganz schweres Spiel gegen SV Herolz. Deswegen heute feiern angesagt. Vielleicht auch am Montag noch, aber ab Dienstag Training sind wir wieder voll eingestellt auf den Gegner, dann gegen Herolz. Es bleibt also bis zum Schluss spannend in der Aufstiegsrunde der Kreisliga A Schlüchtern. Und die Zuschauer können sich auf weitere tolle Spiele freuen.